Kanal und solltest du neu auf meinem Kanal sein, heiße ich dich herzlich willkommen und ich hoffe, meine Videos gefallen dir. Ich war letztens ein wenig bei DM einkaufen und habe das bei Instagram gepostet und euch gefragt, nee, bei Instagram und bei meiner Gefällt mir Seite auf Facebook und habe euch gefragt, ob ihr meinen kleinen großen Einkauf gerne sehen möchtet und die Mehrheit hat gesagt, ja, wollen wir und das ist mein erster DM-Haul. Und ich habe heute so ein paar Schwierigkeiten mit dem Licht. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht allzu überlichtet. Ich habe jetzt nämlich keine Softboxen. Ich sitze vor meinem Fenster. Also ich habe diesmal ein natürliches Licht. Und ich hoffe, es funktioniert so. Ich wünsche dir viel Spaß im Video. Ich werde dir alle Preise rechts, links, oben, unten irgendwo einblenden und alle Produkte in der Infobox nochmal notieren, sodass du, falls du ein, zwei Fragen hast oder irgendwie nicht hinterhergekommen bist, einfach erstmal unten schauen kannst. Und dann wünsche ich dir viel Spaß im Video. Dann fangen wir erstmal mit den Sachen an, die nicht kosmetisch sind. Und zwar Nummer 1 ist das. Das ist für meine Katzen. Und zwar ist von der Eigenmarke von DM Dein Bestes. Und zwar kleines Dessert, cremiges Schleckvergnügen, viermal Milch und viermal Milch und Joghurt. Und ich muss sagen, das lieben meine Katzen und die schleckern das nur so weg. Das ist ohne Zuckerzusatz und ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, es kostet 89 oder 99 Cent. Und immer wenn ich im DM bin, und das ist wirklich nicht sehr oft, dann wandert das auf jeden Fall mit in meinen Korb. Und ja, also ich kaufe das immer gern und meine Katzen, wie gesagt, schlabbern das nur so weg. Dann habe ich bei Rossmann was entdeckt und zwar das. Das ist von Felix und ich muss sagen, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Also ich gehe oft im Kaufland einkaufen und da habe ich es noch nicht entdeckt. Aber als ich das gesehen habe, musste es mit und zwar ist das von Felix. Twist Leckerlis mit Lachs- und Meeresfrüchtegeschmack. Ich habe es auch noch in einer anderen Sorte, ich glaube im Rindfleisch oder so. Irgendwas anderes habe ich davon noch gekauft und haben meine beiden Mäuschens ganz gut angenommen, muss ich sagen. Haben sich erst ganz gut drauf gestürzt, dann habe ich ein paar Tage später nochmal was gegeben. Da sind sie jetzt nicht mehr ganz so gierig drauf gewesen. Vielleicht schmeckt ihnen die Sorte besser, wir probieren es aus. Wenn es nicht geschmeckt hat, dann kaufe ich es einfach nicht nochmal. Aber ich glaube, so ein bisschen Leckerli wollen wir Menschen ja auch haben, deswegen kaufe ich auch gerne mal was für meine Katzen. Dann geht's los mit den kosmetischen Sachen und zwar erstmal nicht ganz so dekorative Kosmetik. Ich kaufe mir immer gerne von For You Beauty diese Augenbrauenrasierer. Ich muss ja sagen, ich versuche meine Augenbrauen ja jetzt so gut es geht zu züchten. Und aber die Dinger ersparen mir einfach das Zupfen und zwar ganz gerne benutze ich das für hier, einfach für die Mitte. Da wachsen meine Augenbrauen ganz gut, also sie wuchern jetzt nicht, aber es wächst. Und deswegen benutze ich eigentlich ganz gerne die. Hier unten bin ich jetzt sehr, sehr rar und sehr, sehr zaghaft, würde ich sagen. Also ich bin da sehr bedacht, nehme da jetzt nicht ganz so viele Haare mehr weg. Einfach in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal die perfekte Augenbrauenform habe. Träumen kann man ja, aber gut. Und also die Dinger nehme ich mir immer ganz gerne mit. Die kosten auch nicht allzu viel. Und zwei so eine Dinger, die sind am Anfang relativ scharf. Da muss man sich wirklich Acht geben und aufpassen. Ich habe es am Anfang auch hier innen gemacht. Und dann habe ich mir auch gut und gerne mal ein paar meiner Wimpern mit abrasiert, weil die Dinger echt höllisch scharf sind. Da jetzt die Sommerzeit anbricht, müssen meine Füße natürlich auch einigermaßen vernünftig aussehen. Und ich wollte es euch einfach zeigen. Habe ich mir eine Fußfeile gekauft. Ich weiß, es ist jetzt total abartig, aber es gehörte zu meinem Einkauf dazu. Auch ich muss mir meine Füße ab und zu ein bisschen freihobeln von Hornhaut. Ich habe jetzt nicht, ich glaube, zu viel Information. Aber gut, dieses Ding musste auf jeden Fall mit. Einfach, dass wir, wenn wir im Sommer Ballerinas oder Flipflops tragen, einfach schön gepflegte Füße haben und das Ding kostet nicht viel, nehme ich mir immer mal gerne mit, gerade im Sommer und ja, wollte ich euch einfach zeigen. Gehörte zu meinem Einkauf dazu, deswegen zeige ich es euch. Dann mussten mit meine altbewährten Reinigungstücher und zwar benutze ich ja die von BB. Pflegende Reinigungstücher für empfindliche und trockene Haut. Ich muss aber sagen, ich habe heute Morgen ein Video von Millie gesehen. Wer sie noch nicht kennt, schaut einfach mal unten in die Infobox und zwar Millies Blog. Ich habe vor circa, ich würde sagen, 5 Monaten das erste Mal mitbekommen, dass ich hier unten an den Ellbogen rechts und links Neurodermitis entwickelt habe. Das heißt, ich muss da jetzt wirklich ganz, ganz arg aufpassen, dass ich das vernünftig pflege und ich habe das auch teilweise im Gesicht. Und da ich jetzt hormonell ein bisschen umgestellt worden bin, also ich habe eine andere Pille, ich bin nicht schwanger oder so,
ist meine Haut gerade an den, an der Stirn und manchmal auch um den Mund herum sehr, sehr unrein. Wer mein Follow My Weekend gesehen hat, ich fand es ganz schrecklich für mich, dieses Video hochzuladen, als ich die Perspektive gesehen habe. Meine ganze Stirn ist wirklich voller Pickelchen. Und jedenfalls zurück zum Thema. Millie hat ein Video hochgeladen, wie sie ihre Pickel losgeworden ist und hat zwei Produkte vorgestellt von Sebenz, glaube ich. Ich verlinke euch ihr Video unten mal rein. Und damit ist sie ihre Pickel losgeworden und das werde ich mir jetzt morgen mal holen und mal probieren. Wenn ihr gerne wissen möchtet, also ihr habt ja nun mein Video, denke ich mal, gesehen, mein Follow My Weekend und meine Pickel auf der Stirn und überhaupt meine unreine Haut. Wenn ihr gerne so ein Update dazu wissen möchtet, so ich würde sagen, in einem Monat oder so, ob es bei mir auch was gebracht hat, dann könnt ihr mir das mal unten reinschreiben. Dann würde ich das natürlich gerne machen. Dann würde ich nämlich anfangen, jetzt das auch so ein bisschen abzufilmen, euch zu zeigen, ob sie es verbessert oder nicht. Und das mit der Neurodermitis habe ich einfach nur gesagt, weil meine Haut einfach sehr, sehr empfindlich und sehr trocken ist zurzeit. Ja, aber die Reinigungstücher, die kaufe ich mir trotzdem, einfach um den ersten kleinen Radatsch immer schon runterzuholen. Und dann bin ich von einigen YouTubern angefixt worden, und zwar von den Revive de Luxe Abschminktüchern. Die habe ich jetzt im Mandeltraum geholt. Das ist jetzt aber nur so eine kleine Probiergröße, weil ich einfach nicht wusste, ob die gut sind oder nicht. Nachher gebe ich dafür ein Schweinegeld aus und dann finde ich sie total doof, weil sie entweder nicht richtig getränkt sind oder einfach den Schmutz nicht richtig runterholen. Und da bin ich einfach sehr, sehr zurückhaltend, würde ich sagen. Deswegen habe ich mir so eine kleine Probierpackung gekauft. Diese Packung ist eine limitierte Edition und ich probiere es mir einfach mal aus. Ich werde sehen, ob es gut ist oder nicht, und ich werde euch definitiv darüber mal berichten. Ich habe sowieso überlegt, einfach die Produkte, die ich jetzt hier gekauft habe, vielleicht mal in ein Aufgebraucht-Video zu packen. Ich habe das ganz am Anfang schon mal gemacht, so ein Format, bin dann aber quasi von abgekommen. Ich wollte einfach nicht mehr sammeln. Aber ich dachte, vielleicht interessiert euch meine Meinung zu einigen Produkten und dann würde ich das einfach wieder machen und anfangen zu sammeln und euch darüber berichten. So, dann kommen wir mal zum größten Teil, und zwar zur dekorativen Kosmetik. Der ein oder andere wird bei Instagram gesehen haben, dass ich ganz, ganz viel Kosmetik in meinem Schminktisch aussortiert habe und radikal weggeschmissen habe. Entweder war die Schminke alt, sie war abgelaufen, sie war hart, sie war krümelig oder sie hat gestunken. Damit habe ich gesagt, weg damit. Ich bin jetzt aber nicht in den DM gegangen, um einfach neue Schminke zu horten, sondern ich bin da quasi ganz bewusst durchgegangen und habe geguckt, was ich denn brauche. Natürlich brauchen tue ich nichts. Ich habe trotzdem viel, 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 viel Scheiß zu Hause. Aber ich habe auch viel Mascaras weggeschmissen und Monolidschatten, die einfach alt waren, wo sich viele gefragt haben, warum schmeißt du die weg? Die sind natürlich gut. Die waren nicht mehr gut, sie sahen nicht mehr gut aus und sie haben gestunken und deswegen mussten sie weg. Ja, und ich habe jetzt quasi Schminke gekauft und auch viel Schminke. Ich habe quasi Schminke gekauft, um ein ganzes, sagen wir es einfach mal so, ein ganzes Make-up zu schminken. Also ein komplettes Make-up mit Foundation, Bronzer, Augenbrauenstift und Mascara etc. etc. Und meine Frage an euch ist, bevor ich euch jetzt die Produkte zeige, und ich habe noch nicht ein einziges Produkt getestet, ob wir das gerne zusammen machen möchten. Das heißt, ich würde mich vor die Kamera setzen und jedes einzelne Produkt mit euch gemeinsam testen, auftragen und gucken, wie es ist. Ob es für mich gut ist, ob es sich gut auftragen lässt, gerade bei der Foundation, also ich zeige euch gleich die Foundation, und beim Lidschatten, ob es sich gut verblenden lässt, ob wir quasi so einen Live-DM-Test-Hall-Test, was auch immer, machen wollen. Falls euch das interessiert, schreibt mir das mal unten in die Infobox, dann würde ich quasi ein Drogerie-Alltags-Make-up schminken mit den Produkten, die ich jetzt gekauft habe und euch jetzt zeigen würde. Also unten mal reinschreiben, wenn euch das interessiert. So, dann fangen wir an mit der Foundation, würde ich jetzt quasi nicht sagen. Und zwar ist das die von Catrice 12 Stunden Matte Mousse Make-up in der Farbe 030 Natural Beige. Ich habe einmal reingeditscht, um zu gucken, wie es sich auftragen lässt, ob es wirklich sehr, sehr cremig ist oder eher hart. Und meine Meinung dazu würde ich euch dann in diesem Video präsentieren, wenn wir das gemeinsam machen möchten. Dieses Make-up ist neu, also es steht neu drauf. Klar gibt es solche Arten von Make-ups auch schon von anderen Herstellern. Ich hatte so ein Produkt auch schon mal ganz, 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 ganz früher. Ich glaube, da war ich
18 oder so, da habe ich angefangen, mich vernünftig zu schminken, ohne Make-up-Rand. Und da habe ich dieses Produkt ganz gern benutzt. Jetzt zur Zeit ist ja meine Haut ein bisschen schwierig, müssen wir mal sehen. Ich würde es gerne mal ausprobieren, in der Hoffnung auch gerne mit euch. Das habe ich gekauft. Dann habe ich mir einen Pinsel gekauft, und zwar einen Make-up-Pinsel von Ebeline. Das ist dieser, den kann man ebenfalls auch für Masken benutzen. Ich habe mir den eigentlich gekauft, um dieses Produkt vernünftig zu verblenden. Natürlich werde ich es dann auch benutzen, um mir abends mal eine Maske aufzutragen oder so. Aber in erster Hinsicht habe ich mir das wirklich gekauft, um dieses Mousse-Make-up vernünftig aufzutragen. Dann habe ich mir den Bronzer gekauft von Essence Sun Club in der Farbe Darker Skin, Matt Bronzing Powder. Und ich habe dieses Produkt geswatcht, bin weitergelaufen, habe weitergeguckt an anderen Theken und bin zurück. Und nee, bin zwischendurch stehen geblieben, habe geguckt, wow, das ist eine schöne Farbe. Dachte mir, welcher Bronzer war denn das? Fiel mir ein, das ist er, also musste der natürlich mit. Der ist matt, hat ohne Schipperpartikelchen, hat ein schönes Emblem mit drin, finde ich gar nicht mal so schlecht. Musste mit. Wir werden gucken, ob es sich gut verblenden lässt. Dann habe ich mir einen Concealer gekauft von Catrice. Den Light Reflecting Concealer in der Farbe 005 Light Nude. Der ist wirklich sehr, sehr hell. Aber gerade so um die Augen oder um einfach so ein paar Highlights im Gesicht zu setzen, fand ich den sehr gut. Das ist so ein kleiner Abklatsch von dem Touche Eclat von Yves Saint Laurent, glaube ich. Und ich hatte das Original auch mal. Natürlich ist der sehr, sehr teuer und da greift man nicht so gerne ins Geldbörschen. Und wenn dieses Produkt gut ist, dann würde ich mir das natürlich öfter holen. Es ist noch komplett eingeschweißt. Ich habe es noch nie benutzt. Ich habe es einmal geswatcht und im Laden. Und mehr nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Produkt. Dann haben mich viele Mädels bei Instagram und auch bei YouTube angefixt mit dieser Mascara. Und zwar ist das die Mascara von Catrice, die Glamour Doll Volume Mascara Waterproof. Die soll ja sehr, sehr gut sein. Ich bin normalerweise kein Fan von diesen Wimpern, von diesen Gummibürstchen. Ich bin gespannt, wie sie es machen lässt. Ich glaube, so für die unteren Wimpern ist es gar nicht so verkehrt. Ich bin gespannt, wie es für die oberen Wimpern werden wird, ob sie es gut auftragen lässt oder nicht. Bin echt gespannt. Ich habe noch nichts benutzt. Ist alles noch quasi neu. Dann habe ich mir einen Eyeliner von Essence mitgenommen. Normalerweise mag ich ja den anderen, diesen wirklichen, wie heißt denn der, diesen Eyeliner, diesen Liquid Eyeliner, genau, den mag ich und den kaufe ich mir auch immer gerne nach. Nun habe ich diesen entdeckt, der ist dieser 2-in-1 Eyeliner Pen, einmal in dick und einmal in dünn. Und ich glaube, mit der dünnen Seite lässt sich ganz gut auftragen, mit der dicken stelle ich es mir ein bisschen schwierig vor. Aber gut, ich lasse mich überraschen und auch gerne eines Besseren belehren. Dann habe ich letztens in dem Video von meiner süßen Carina gesehen, sie benutzt den Eyebrow Stylist von Catrice in der Farbe 020 Date with Ashton. Und ich glaube, den hat so gut wie jede zweite YouTuberin und ich musste den auch haben. Ich bin gespannt. Ich liebe ja normalerweise meinen Astor Augenbrauenstift. Mal gucken, wie der sich macht. Dann habe ich mir einen Blush mitgenommen von Catrice, und zwar den Ultimating Blush in der Farbe 020 Coral Me Maybe. Der hat so kleine Glitzerpartikelchen drin und ein wunderschönes Emblem. Ist sehr, sehr, ich würde sagen, rosastichig. Bin gespannt, wie die Farbabgabe auf meinen Wangen ist. Ich bin ja ein sehr, sehr lieber Blush-Fan und ich liebe es, Overblush zu sein und ohne Blush, ohne mich. Und von daher bin ich noch viel mehr gespannt, ob das wirklich ein gutes Produkt sein wird. Ich habe mir noch ein anderes Blush mitgenommen, einfach um es vielleicht zu verstärken, um den Ausdruck in meinem Gesicht zu verstärken, sagen wir es so. Und zwar aus der Manhattan-Reihe Powder Rouge. Ich muss sagen, die Produkte, also die Rouge, die Blush, sind ja immer nicht sehr, sehr teuer. Die sind überschaubar, der Preis ist gut. Für ein Blush hat hier unten auch so ein kleines Pinselchen drin, was ich natürlich nicht so gerne benutze. Ich benutze dann lieber meine großen Blush-Pinsel. Und das ist die Farbe Hot in Here. Eigentlich wollte ich so ein richtiges, knalliges Rot, so wie meine Haare, so richtig bam. Habe aber nichts gefunden, was mich angesprochen hat. Ich habe jetzt aber bei Sleek, also im Internet bei Cosmetic for Less, eine Farbe entdeckt. Ich weiß
weiß nicht genau, wie sie heißt. Ich glaube, die werde ich mir bald kaufen, weil mich auch ganz viele mit der Lidschattenpalette, dieser Chocolate-Palette angefixt haben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich könnte mich zurzeit tot kaufen an Schminke. Und normalerweise bin ich ja nicht so der Drogerie-Fan, aber ich finde es gar nicht mal so schlecht, das Angebot zurzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann zeige ich euch mal schnell im Schnelldurchlauf die Lidschatten, die ich gekauft habe. Und zwar einmal Catrice Velvet Matte Eyeshadow. Ich habe diesen Lidschatten geswatcht. Ich habe sicherlich so einen Lidschatten schon zu Hause. Das ist ein ziemlich pinkiger Plumton. Aber ich habe diesen Lidschatten geswatcht und die Farbabgabe, die Pigmentierung war 1A. Er musste also quasi mit. Das ist die Farbe 040 Alburgundi. Dann habe ich noch ganze vier andere Lidschatten mitgenommen. Und zwar einmal einen matten Ton von Catrice. Das ist die Farbe 080 Go Charlie Brown. Dann habe ich mitgenommen von Catrice die 090 Bring Me Frosted Cake. Das ist ein ganz normaler Ton für hier vorne, so zum Highlighten des Innenwinkels oder unter der Augenbraue. 790 I Wear My Plum Glasses at Night. Und dann mein Schmuckstück. Und zwar der Absolute Eye Color in der 350 Starlight Espresso. Diesen Lidschatten, ich bin ein kleines Mädchen, was sich gerne anfixen lässt, habe ich mitgenommen, weil den ganz, ganz viele Mädels auch um die Augenbraue auszumalen benutzen. Und das werde ich ebenfalls probieren. Also ich habe natürlich den Augenbrauenpencil gekauft, aber ich werde ebenfalls dieses Produkt mal benutzen, um die Augenbrauen so ein bisschen zu formen, ein bisschen Farbe zu geben, ob das ein guter Ton ist, auch für meine Augenbrauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich würde das natürlich gerne mit euch zusammen testen. Dann habe ich mir mitgenommen die Catrice Camouflage Creme in der Farbe 010 Ivory. Die hatte ich schon mal, habe ich irgendwann nicht mehr gern benutzt. Die war auch alle, habe ich mir nicht mehr nachgekauft. Die werde ich jetzt aber benutzen, um meine Augenbraue so ein bisschen zu highlighten und vielleicht auch für die Augenringe. Ich muss mal gucken, für was ich das genau benutze. Also auf jeden Fall für meine Augenbrauen. Dann ebenfalls für meine Augenbrauen habe ich mitgenommen den Essence Make Me Brow. Wer mein Favoritenvideo gesehen hat, wird wissen, dass ich so ein kleines Produkt schon habe, was sich aber langsam dem Ende nähert. Und da ist schon viel abgebrochen, also dieser Spoolie ist schon weg, keine Ahnung wo der ist. Ich habe gedacht, ich nehme mir das von Essence einfach nochmal mit in der Farbe 01 Blondie Brows. Und das hat Farbe, Föhn, Form. Getöntes Augenbrauengel mit Fasern für natürlich vollere, aussehende Augenbrauen. Ich bin gespannt. Habe ich noch nie benutzt, ich bin wirklich gespannt. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, dass ich jetzt demnächst ein etwas anderes Waschgel ausprobieren werde, weil ich angefixt worden bin und weil meine Haut einfach sehr, sehr unrein ist, was man jetzt in diesem Licht Gott sei Dank nicht ganz so schlimm sieht. Und ich hatte mir aber, als ich einkaufen war, das Micellenreinigungswasser gekauft. Reinigt wirksam, reinigt schon, erfrischend, ohne Abspülen. Ich bin nur noch unschlüssig, ob ich dieses Produkt jetzt trotzdem benutze. Ich habe es nur in einer kleinen Größe gekauft, einfach zum Probieren, weil ich meiner Haut einfach nicht so viel jetzt zumuten möchte. Ich muss einfach gucken, was ich jetzt benutze. Ich würde einfach gerne mal erstmal dieses andere Produkt benutzen. Es wird ja nicht schlecht, das Produkt. Und mal gucken. Also ich hatte es mir gekauft. Es war jetzt nicht so teuer. Weil so viele von euch geschwärmt haben, dachte ich, guck es mir trotzdem mal an. Vielleicht nehme ich es einfach für meine Augen und den Rest mache ich dann mit dem anderen Produkt. So Mädels und auch Jungs. Ja, ich habe auch ein paar Jungs, die zugucken. Hello. Aber ich glaube, die werden in diesem Video nicht dabei sein. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich werde euch unten nochmal meine letzten beiden Videos verlinken. Da könnt ihr einfach raufklicken. Und daneben ist der Abonnieren-Button. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Ich würde mich freuen über Feedback, über Kommentare, natürlich über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir Kommentare bitte unten da, ob ihr das gern sehen möchtet. Ich glaube, ich habe das jetzt schon 100-mal gefragt, aber es interessiert mich wirklich. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen, lasst es euch nicht ärgern und dann fühlt euch gedrückt. Eure Sandra. Tschüss.